So we are driving down Kufistendorf in order to look spots where we're going to put the camera, no, scouting locations. And we were going a little bit too fast. We were going like 50 miles an hour. And the man, naturally, with the Akmentasche, is crossing the Kufistendorf to get to those aisles in the uh-huh. middle. And we almost hit him, so he jumps a little bit, and he shouts after the jeep, American uniforms, Hirsch and the Schof. I was the only one in civilian, and he says, Arschlöcher. And we stopped the jeep, and Hirsch and I go out. I said, einen Moment bitte. Sie glauben, weil wir also nicht in Uniform sind, oder das, der Mann mit, wir sprechen sehr gut Deutsch, wir haben gehört, was Sie gesagt haben. Ja, bitte, es ist doch, ich entschuldige mich, entschuldigen ist nicht genug. Bleiben Sie hier auf dieser Insel, bis die MP, die Militärpolizei kommt, um Sie zu arretieren. Jawohl. And said, let him sweat it out, huh? Right. That's at 9 o'clock in the morning. At 6 we were coming back, he was still standing here waiting to be arrested. Didn't make a move, nothing. A man in uniform told him, stehen bleiben. With him in the jeep was Kurt Hirsch, who later married Hildegard Neff, and Gottfried Reinhardt, the son of Max Reinhardt. In uniform, der Gottfried Reinhardt sagt, irgendein Arier, der dabei für den Max Reinhardt gearbeitet hat, sagt, Gottfried Reinhardt, also dass ich doch diesen Augenblick mit Ihnen verbringen kann. Ich hätte doch eigentlich so wirklich erschossen werden sollen, weil ich habe doch also zwei Juden in meinem Dachboden. Und das war so grässlich, das Land von Goethe und von Beethoven, was wir das so gemacht haben. Also wir schämen uns doch. Gottfried sagt, I don't blame you. Ich mache keinen Vorwurf. Ich glaube, Sie haben ein bisschen Recht da gehabt. Ihr habt doch also einfach zu viele Juden hier gehabt. Sagt er, was meinen Sie das alleine? Das ist ein Volk von 80 Millionen Deutschen. Und jeden Deutschen, den ich sehe, der hat zwei Juden errettet. Ihr habt also 160 Millionen Juden gehabt. Das ist ja viel zu viele. Wir waren Freunde durch all diese ganzen Jahre, als sie hier mit dem Remarque war und dann mit dem Gabin. Und wir waren große Freunde. Das war der eine. Und dann kamen sie mit der Zeugin der Anklage. Hat mich gebeten, dass ich das mache. Nein, aber wir haben. Man muss doch nicht immer miteinander arbeiten, nicht von Freund zu Freund. Hello? When you first showed her the script or told her about it. Da steht das in Deutsch. Ich glaube, das ist vielleicht nicht Wort für Wort, aber was sie da geschrieben hat, ungefähr war, nur du könntest mich einreden, eine solche Rolle zu spielen. Vielleicht hat er es schon gehabt, vielleicht hat er es geschrieben dafür. Ich kann mich nicht erinnern, und der ist schon tot, der Arme. Ja, wir werden ihn nicht fragen. Aber jedenfalls ist es wirklich ganz besonders auch für die Marlene, dass sie hat ja die letzten Lieder, die sie gesungen hat, bevor sie aus Berlin weg ist, waren von Holländer. Richtig. Und nun kommt sie nach Berlin zurück und singt wieder Holländer. Richtig. Now, you were back in Berlin, which you had left involuntarily. Now you were back. Did you ever at that point consider that you might stay otherwise than temporarily as part of the army? Or that you could have thought, like some people like Brecht or others came back to do theater, you could have thought, okay, I come back and I start what Berlin had been before. It never occurred to you. Never occurred to me. It had occurred to a lot of other people.